Gesunder Boden, gesunde Pflanze, gesunder Mensch. Und genau das ist meine Motivation, warum ich einen hochqualitativen Kompost erzeuge. Und dabei könnt ihr mir ihr helfen. Und zwar mit richtigem Trennen. Leider ist bei mir in den Kompostmieten extrem viel Plastik, extrem viel Störstoffe sind da drinnen. Aber woher kommt das Ganze? Und zwar, ich mache aus Rasenschnitt und Strauchschnitt und das, was die Leute in die Biotonne schmeißen, mache ich meinen Kompost. Und eindeutig ist es, dass der ganze Störstoffanteil von der Biotonne kommt. Heuer im Sommer habe ich das große Glück gehabt, dass ich einen sehr motivierten Praktikanten gekriegt habe. Und zwar einen Jakob. Jakob ist 15 Jahre alt und baut selber Gemüse an. Und er war selbst schockiert, wie viel Störstoffe, wie viel Plastik das im Biomüll drinnen ist. Und der Jakob und ich wollten wissen, wie viel Plastik das wir rausholen können. Und zwar, Jakob war bei mir 4 Wochen und in die 4 Wochen hat er jeden Tag 5 Stunden nur Plastik geladen. Und das Ergebnis nach 3,5 Wochen war schockierend. Zwanzig Big Bags, 2 Container. 5 Tonnen Plastik. Helft's bitte mit. Trennt's Bio vom Müll.